Wir analysieren gesellschaftliche Wandlungsprozesse und versuchen auf dieser Basis so etwas zu bieten wie Orientierungswissen. Wir wissen natürlich bei Gesellschaft nicht so genau, wie die Entwicklung tatsächlich verlaufen, aber wir können versuchen zu identifizieren, was ist wahrscheinlich, zum Beispiel der demografische Wandel, da hat man ziemlich stabile Daten. Wir können sagen, was ist plausibel, also wofür gibt es gute Gründe, dass man sagt, es gibt einen Wandel des Bildungssystems, etwa in Richtung von lokalen Bildungslandschaften. Wir beschäftigen uns mit möglichen Zukünften, die ganz vage sind, dass zum Beispiel das ganze Bildungssystem implodiert aufgrund der neuen Medien. Und wir fragen uns, was sind eigentlich wünschbare Zukünfte bezogen auf das Bildungssystem? Was sind so Fragen, die uns beschäftigen in diesem Kontext? Na, es könnte ja sein, dass man sagt, aufgrund der Informationsfülle, die man in den neuen Medien hat und den Wandlungsprozessen da drin, also vom Web 2.0 und was dann kommt, 3.0, 4.0, was immer das sein wird, wäre ja auch denkbar, dass man sagt, wir bilden nur noch Lerngemeinschaften. Eigentlich brauchen wir die Institutionen gar nicht mehr, um in ihnen zu lernen, sodass man sagen kann, wir organisieren das Ganze neu und um und gewinnen so unsere Kompetenzen. Wird Sie vielleicht überraschen, aber das Teilen ist da zentral. Es wird ja das Wissen geteilt. Und die Pointe am Wissen ist ja, dass wenn man es teilt, es nicht weniger wird. Und insofern kann man sagen, eigentlich ist das Bildungssystem generell ein System des Teilens. Wesentlich kann man sagen, dass sich das so allmählich ergibt. Also es gibt ja sehr viele kleine und größere Portale im Internet, wo man sein Wissen teilt, bezogen auf das, die Art und Weise, nicht nur wie man unterrichtet, sondern auch was man da inhaltlich macht. Es ist wahnsinnig viel Material, von dem man auch sagen kann, da findet Teilen durchaus auch schon unter Lehrkräften statt. Das ist eine Frage sozusagen der Ressourcenökonomie. Man kann nicht jeden Unterricht oder jede Stunde neu vorbereiten. Da muss man schon mal gucken, was die anderen so gemacht haben. Und das entwickelt sich ganz allmählich. Na, ich denke schon, dass also über diesen Pfad in den nächsten Jahrzehnten, würde ich mal eher sagen, nicht so schnell läuft das ja alles nicht, in den nächsten Jahrzehnten sich so etwas herausbildet wie optimiertes Material, interessante Varianten, sodass man sagen kann, es gibt vielleicht immer noch ein Schulbuch, aber wenn das im Internet steht, dann hat man sozusagen Links zu anderen Varianten dieses oder jenes Kapitels oder dieses oder jenes Themas, also dass man da die Chance hat, etwas zu machen, was vielleicht besser ist, als das, was im Schulbuch selber steht. Naja, Schule ist schon ein sehr konservatives, strukturkonservatives System insgesamt, also von dem Aufbau her und von den Verläufen, Organisationen etc. Da kann man sagen, hat sich in vielen Bereichen sehr wenig gewandelt. Man könnte auch sagen, Schule ist konservativer als das Militär, weil das Militär sich selbst abschafft, während das im schulischen Bereich wenigstens bisher nicht signalisiert wird. Allerdings muss man ja auch sagen, dass in den schulischen Kontexten selber schon Wandlungen da sind. Also gerade im Grundschulbereich wird doch sehr viel mit Innovationen gearbeitet, stärker auf die Schülerinnen und Schüler eingegangen. Es ist nicht mehr sozusagen das zwingende Curriculum, das man da durchziehen muss innerhalb von bestimmten Stundenkontingenten. Ich denke mal, es ist auf der einen Seite ein strukturelles Problem, also das liegt daran, dass sozusagen die Autonomie von Schule ganz hoch gehalten wird, auch in den jeweiligen Bundesländern ja oder auch weltweit gesehen, dass ein bestimmtes Bild davon existiert, also wie Unterricht und Lernprozesse funktionieren. Und diese sind so stabil, dass da kaum sozusagen auch Mentalveränderungen passieren. Man kann auch sagen, es liegt ein Teil dann natürlich auch an der Ausbildung von Lehrkräften, die auch sehr konventionell verläuft über Jahrzehnte. Es gibt wenig Innovationen auch im Hochschulbereich, was etwa die Ausbildung angeht. Und von daher perpetuiert sich dieses System permanent. Das meint, dass innerhalb des Bildungsbereichs viele Institutionen zusammenarbeiten. Also nicht mehr sozusagen von der Funktion einer Institution ausdenken. Hier ist die Schule und da ist die Stadtbibliothek und das ist ein Museum und das ist das Theater. Sondern dass man fragt, also was braucht dieses Kind, dieser Jugendliche oder Erwachsene für eine erfolgreiche Lernbiografie? Und wenn man so fragt, kann man sagen, lernen kann man da an ganz unterschiedlichen Orten. Und diese Kooperation ist es erst, die sozusagen erlaubt, einen erfolgreichen Bildungsweg zu gehen.
Das ist besonders wichtig für Personen, die, von denen man sagen kann, die kommen eher aus bildungsferneren Milieus. Die haben dann die Chance, in ganz unterschiedlichen Settings etwas an Kenntnissen zu erwerben, ihre Kompetenzen aufzubauen und Kontakte zu pflegen, sozusagen auch soziales Kapital aufzubauen, nicht nur kulturelles. Oh, das ist ein großes und schwieriges Thema, weil man sagen kann, eigentlich sind alle Ressourcen bezogen auf den Bildungsbereich wie auch im Rahmen der Jugendhilfe und etc. Im Grunde verplant momentan. Wenn man solche Bildungslandschaften will, muss man aber nachdenken über andere Verteilung von Ressourcen. Also kann man nicht sagen, das Geld folgt den Lernenden zum Beispiel, wäre ja eine Idee. Man sagt, die bringen sozusagen das Geld mit, um sich etwas einkaufen zu können, bestimmte Kurse, bestimmte Kompetenzen bei Personen oder Institutionen. Da müsste man das ganze System schon sehr viel anders aufbauen. Und man braucht ein viel stärkeres Coaching. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Kinder oder Jugendlichen automatisch wissen, also was interessant sein könnte, wo interessante Lernorte sind etc. Und was sie eigentlich noch bräuchten. Und von daher müsste man viel intensiver in so ein Beratungssystem einsteigen. Das würde schon zu radikalen Umwälzungen führen innerhalb des Bildungssystems, wenn man es ernst nimmt.